Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Cosplay-Tutorial von mir. Heute werde ich euch zeigen, wie man ganz einfach Formen aus Silikon selbst machen kann. Und ja, reden wir nicht drum herum, starten wir sofort mit dem Video. Vorerst möchte ich erwähnen, dass man nicht unbedingt Formen selber machen muss. Also es gibt so viele Formen aus Silikon im Internet zu finden, die sind deutlich günstiger und ihr spart unendlich viel Zeit damit. Also go for it. Manchmal findet man aber nicht den genauen Shape oder nicht die genaue Größe, die man haben möchte. Und deshalb muss man irgendwann die selbst machen. Und bei mir war es halt sehr früh der Fall, nämlich als ich den Stein von Ochakos Gürtel machen wollte. So eine Halbkugelform habe ich zwar gefunden, aber nicht in der richtigen Größe. Also habe ich die Form komplett selbst gemacht. Legen wir dann auch los mit der Anleitung, also wie ich das alles gemacht habe. Erster Schritt, sehr wichtig, Sicherheit. Handschuhe anziehen, genug Belüftung im Raum sorgen und Maske auf. Wir bräuchten erstmal eine Waage, obviously Silikon. Die habe ich, by the way, in der Beschreibung verlinkt. Und vier Behälter, zwei fürs Abmessen, einer für die Mischung und einer für die Form. Fangen wir dann mit dem Wiegen an. Da meine Form ziemlich groß sein muss, brauche ich dementsprechend auch viel Masse. Das Mischverhältnis ist 1:1 und ich habe dann jeweils von Komponente A und Komponente B 800 Gramm genommen. Hier muss ich erwähnen, dass mein Behälter für die Form noch größer war, als es eigentlich muss, weshalb ich auch sehr viel Silikon gebraucht habe. Also am besten nehmt ihr einen Behälter, der so 2 bis 3 cm Abstand zu eurem Modell hat, damit ihr auf jeden Fall, also die Wände von eurer Form dick genug sind, aber ihr nicht unnötig viel Silikon verbraucht. Beide Massen werden jetzt in einem Behälter ordentlich durchgemischt, eine Minute lang. Und dabei muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man keine Luft einarbeitet. Ich bin da nicht unbedingt das Vorbild dafür, aber die paar Bläschen haben ehrlich gesagt nichts am Ergebnis geändert. Also macht euch da auch nicht so viel Stress oder nicht mehr Stress, als es eigentlich muss. Dann habe ich meinen Formbehälter genommen, dann die Halbkugel, ich habe einfach so eine große Weihnachtskugel, die man so halbieren konnte, genommen. Die gegen den Boden vom Behälter gedrückt und dann die Masse drüber gekippt. Laut Verpackung ist bei mir die Form nach 60 Minuten bei Raumtemperatur fertig, aber so eine Angstase wie ich bin, habe ich einfach einen ganzen Tag gewartet, damit alles vernünftig ausärtet. Und genau, dann habe ich einfach versucht, so ein bisschen die Form aus dem Behälter zu nehmen. War nicht ganz einfach, also Geduld ist auf jeden Fall gefragt, aber das ging am Ende auch sehr in Ordnung. Dann musste man nur ganz leicht mit dem Cuttermesser so Silikonüberreste entfernen. Das ging auch sehr easy und schon war die Form fertig. Ja, also ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis, vor allen Dingen, dass das mein erster Versuch war. Nächste Woche zeige ich euch, wie ich dann das Ganze mit Harz verarbeitet habe, also diesen Stein für Chakos Gürtel. Und ja, wenn ihr auch daran Interesse habt, abonniert gerne meinen Kanal, um es nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!